X Games. Seit dem Debüt 1995 in den USA hat sich die Veranstaltung zur größten und wichtigsten Action-Sportveranstaltung der Welt entwickelt. Wer hier antritt, ist on the top, genauso wie die Stimmung unter den Teilnehmern. Das ist bombastisch. Also zum einen ist natürlich der Olympiapark als Ganzes eine tolle Szene für diese Art von Sportlern. Sowas kennen sie nicht. Und die kommen ja aus der ganzen Welt. Das sind die 200 Top-Sportler in ihren Sportarten, die hier nach München kommen. Teilweise zum ersten Mal. Und was sie hier vorfinden, begeistert die total. Und ich sag mal, das Publikum geht richtig mit. Das hat man jetzt gerade wieder gesehen. Tolle Stimmung hier. Und das trotz des teils miesen Wetters an diesem Wochenende. Neben den Competitions ist auch in der Mixed Area einiges los. Geboten werden Autogrammstunden mit den Stars der Szene. Neue Trendsportarten werden vorgestellt. Und auch verschiedene Workshops laden zum Mitmachen ein. Hier gibt es Stencil-Workshops, man kann sich hier seine eigenen Schablonen ausschneiden und sprühen an den zwei Wänden zum Beispiel. Wir haben Sprühdosen hier. Wenn man sein eigenes Skateboard gestalten will, kann man das auch machen mit den hier vorhandenen Materialien größtenteils. Und ja, ansonsten gibt es Customizing. Wer von uns ein Design haben will, der kriegt das. Sportlich aber weit weniger gefährlich als auf den großen Courts geht es beim Fingerboarden zu. Hier battlen schon die Kids. Der Trick wird angesagt. Kickflip, Nosegrind. Und dann muss er auch so ausgeführt werden. Slide, Grind, Flip und Ollie. Nahezu alle Tricks, die auf den großen Brettern funktionieren, klappen auch im Mini-Format. Fingerboarden ist eigentlich Skateboardfahren mit den Fingern. Und im Endeffekt kann man die Technik, die man mit dem großen Skateboard macht, auch auf die Finger umsetzen. Wenn ich weiß, wie beim Skateboardfahren ein Ollie geht, dann kann ich mir auch vorstellen, wie ich den mit zwei Fingern nachempfinden kann. Zum Ausklang der X Games gibt soeben die Band Exclusive ein Konzert. Und wer die X Games in diesem Jahr verpasst hat, verdient schon mal die Ankündigung. Die X Games kommen auch 2014 und 2015 wieder nach München. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.